Neue Welt, neues Leid. Herzlich willkommen zurück zu Kaizo Super Mario Bros. U. Wir kommen heute in die vierte Welt, in Kaizo Eisschnee. Ja, da ist Bum Bum, den werden wir heute besiegen. Und dann geht's da drüben weiter. Starten wir direkt ins erste Level, würde ich sagen. Drehsterne und Hammerbrüder. Ja, erstmal wieder ein paar One-Up-Snacken, wir wollen ja nicht Game Over gehen. Ja, okay, die Not habe ich derzeit eigentlich nicht mal so. Ich will trotzdem nicht Game Over gehen. Mein lieber Cooper, bitte pass auf, was du hier machst. Hier ist sehr kritisch. Oh mein Gott, ey, mit den Sternen hier, da hat er eine Steilvorlage bekommen für was Nices. Okay, that was close. Und hier ist tatsächlich leider nichts. Ich hätte jetzt gedacht, da ist vielleicht eine Starcoin, aber das wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Yo, ich habe keine Ahnung, was das hier bringen soll, weil ich habe keinen Plan, ob ich da überhaupt hinkommen kann. Ich kann da doch nicht mal hinkommen, oder? Ja! Okay, ich wette, hier ist eh nur ein One-Up drin, oder? Gucken wir mal. Egal, wir gehen mal kurz weiter. Und zwar habe ich da oben gerade was gesehen. Yo, da geht's hoch. Warte mal. Oh, wait a minute. Ich nehme jetzt mal absichtlich den Pilz nicht, weil ich denke mal, dass es leichter für mich ist, wenn ich den Pilz nicht habe. Ganz genau so sieht er aus. So, meine Lieben, ich hau euch die Liane auf den Schädel. Und ich denke mal, dass wir hier, ja, genau, hier hochkommen. Mein lieber Hammer Bro, wenn du springst, springe ich auch. Danke dir. Und da ist der nächste Hammer Bro und wir haben die zweite Starcoin. Verkackte Scheiße, Alter. Okay, egal. Wir gehen einfach mal weiter. Im Notfall muss ich das Level zweimal machen, weil ich habe ehrlich gesagt gerade keinen Bock, das nochmal zu machen, weil ich habe da drüben gerade gesehen, da brauche ich eventuell einmal, dass ich groß bin. Und aus diesem Grund, ja, wenn ich groß bin, kann ich eher schwieriger die zweite Starcoin kriegen. Und deshalb, ja, ne. Chillen wir hier mal ein bisschen. Ist der Hammer Bro da unten verschwunden? Ja, ne? Ja, so kann ich ein bisschen abchecken immerhin, was da unten so abgeht. Oh mein Gott. Falls ich mich übrigens noch etwas verschlafen anhören sollte, ja, liegt daran, dass ich gerade aufgestanden bin und ich leider wieder am Morgen aufnehmen muss, weil wir fahren heute zu meinen Eltern nach Hause am Nachmittag, deshalb muss ich heute am Vormittag alles erledigen. Okay, dann düsen wir mal weiter und ich schätze mal, ja, das funktioniert. Alles klar, soweit, so gut. Ich achte ja hier immer auf versteckte Blöcke und ich weiß noch nicht genau, wie sich das ausgehen soll. Jawohl, da sind wir auch schon. Wunderbar. Und wie wir hier runterkommen sollen, absolut kein Plan. Okay, dann lassen wir das Loch da unten einfach mal in Ruhe und hoffen, dass da nicht zufälligerweise irgendwie, ja, ein Hammerbruder ist, der mich umbringt. So, der Cooper hat uns schnell mal den Dude da weggezündet. Okay, und wir kommen jetzt hier runter und das bringt tatsächlich absolut gar nichts. Lol, was ein Trickjump. Oh mein Gott, ich bin ja so ein fucking Skiller. Wo genau ist jetzt hier etwas Wichtiges und wieso zum Teufel ist da nur ein Block, wo man rein kann? Huiuiuiui, okay, schön hier oben drüber. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan, was da unten sein soll. Ich hoffe einfach mal nicht, dass da unten die Starcoin ist, aber ich vermute es, weil bisher hatten wir nicht so viel Glück mit den Starcoins in dem Level. Ja, einfach mit dem Walljump wieder hier hoch und dann können wir auch schon ab ins Ziel. Yo, wie gesagt, also hier müssen wir uns mal anschauen, wo die Starcoins sind. Dann gehen wir erstmal weiter ins zweite Level, aber schauen davor nochmal rein. Ach du Scheiße, willst du mich komplett verkacken? Ja, ich habe die erste gefunden. What the fuck? Wie habe ich das jetzt geschafft? Mann, ich sollte nicht immer Videos nebenbei schauen. Deshalb habt ihr da gerade kurz keinen Ingame-Sound gehabt, sonst hätte ich euch nicht zeigen können. Ja, wir haben alle Starcoins. Sauber. Weiter geht's ins zweite Level. Das Land der Pinkool. Ja, ich hoffe mal, die komischen Pinguine werden mich jetzt gleich nicht komplett weghauen. Ich mag die Viecher irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es dann nur mir so geht. Oh mein Gott. Dankeschön, Jungs. Ja, holen wir uns mal den Pilz und hoffen, dass die mal ein bisschen chillen, die Dudes. Oh mein Gott. Ich hole mir lieber ein paar Münzen. Juhu. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ich hoffe einfach mal, dass hier nichts Wichtiges ist. Bisher ist ja nicht so viel Wichtiges dabei, ne?
So, gucken wir hier mal schnell. Nö, keine Röhre, wo wir rein können. Kann ja sein, dass er das geändert hat. Halleluja. Okay, alles klärchen. Hallo, hallo. Na, wie geht's euch, ihr Pinguine? Oh mein Gott, ey, ist das stressig, ne? Nein, nicht die Flammenchomps, ey. Also jetzt wird's nervig. Okay, alles klar. Jungs, oh mein Gott. Ey, ich warte hier mal kurz, bis der Dude raus ist aus der Röhre. Also bisher komme ich mir nur so vor, als würde ich hier einen fetten Speedrun machen. Und ich krieg's sowieso nicht hin, hier irgendwie durchzukommen, weil da oben ist eine Halbzeitflagge und ich komme da nicht rein. Hallo, Jungs. Ach komm schon, ich war gerade noch groß. Oh Mann, jetzt komme ich da oben schon wieder nicht rein. Ey, das ist doch so ätzend. Okay, egal. Wir schaffen das irgendwie, Leute. Wir schaffen das. Oh mein Gott, ey, ich drehe euch durch hier. Ich drehe euch komplett durch hier. Vor allem, ich weiß halt nicht mal, wo die ganzen Star-Coins sein sollen. Das war nur die letzte, die ich jetzt... What the fuck? Also eine Sache, die ich noch nicht probiert habe, ist zum Beispiel hier unten mal kurz chillen. Und schauen, was sich hier unten eventuell ergeben könnte. So, jetzt, okay. Was? Alles klar. Mann, ey, es ist so ätzend. Oh mein Gott, schaffen wir es jetzt endlich mal nach gefühlt 10.000 Stunden mit dem großen Mario zur Halbzeitflagge. Ach du Scheiße, das wäre schon wieder fast schief gegangen. Okay, Leute, ihr begleitet mich jetzt dabei. Nicht zu voreilig werden. Ganz wichtig hier an der Stelle. So, schön die Dudes hier vorbeikommen lassen. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, sehr gut. Oh nee, ich habe die erste Starcoin nicht. Bin ich blöd? Okay, dieses Mal haben wir die erste Starcoin. Und, ah shit, nicht gut. Gar nicht gut. Wir kommen nämlich an die zweite Starcoin gar nicht mehr ran, wenn wir nicht groß sind. Und das sehe ich doch schon relativ problematisch, weil wir da vorne spawnen und wir kriegen halt never ever wieder einen Pilz. Und das ist halt schon kritisch. Da vorne hauen die gleich so viele Pinguine raus. Ja, guck mal. Hier nämlich. Hier werden so viele Pinguine rausgeknallt, das ist nicht mehr lustig. Und ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich werde jetzt einfach mal kurz eine P-Eichel verschwenden. I'm sorry. Wow, okay, stark. Das war's schon wieder mit der P-Eichel. Ja, jetzt müssen wir nur mal bis zur Halbzeitflagge da nach vorne kommen. Das ist ja super. Jawohl, direkt wieder klein. Genauso muss das, Leute. Okay, kriegen wir... Ach, hier kriegen wir einen Pilz. Ah, jetzt müssen wir uns den nur bis zum Schluss behalten. Dann können wir Invisible Frames nutzen und einfach durch die Pinguine durchhoppen zum Schluss. Okay, wunderbar. Und mit den Invisible Frames sind wir im Ziel mit allen Sternmünzen. Ich habe jetzt, glaube ich... Ja, eine Stunde mindestens gebraucht, auf jeden Fall. Ich habe mich auch teilweise ein bisschen blöd angestellt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber jetzt haben wir es geschafft, ich bin froh drüber. Wir werden jetzt auch mal kurz gegen den Pinkholder kämpfen. Wow. Wenn man es will, dann funktioniert es sowieso nicht. Das ist doch lächerlich. So, ist hier auch wieder... Ja, natürlich ist die Schatztruhe auch hier wieder komplett am Arsch. Ja, okay, dann lassen wir es einfach, ne? Okay, dann gehen wir doch in den Einfrierturm. Dun, dun. Ja, mit den ganzen Eisstacheln, die hier unterwegs sind, wird mir das sicherlich nicht gefallen. Alter Falter. Okay, Bro, willst du mal runterfallen? Nö, kein Bock runterzufallen. Okay, dann halt nicht, weißt du, ist kein Thema. Die Dinger fallen einfach nicht runter, was ist denn das? Okay, alles klar. Ja, dann nutzen wir die Dinger einfach zum Wandsprünge machen. Also anscheinend manche, nö. Oh mein Gott, ach so, die bringen dich trotzdem um? Okay, jetzt hat's geklappt. Sauberino, alles klärchen. Ich bin ja nur gespannt, wo genau die Starcoins sein sollen. Ui, okay, nochmal ein bisschen höher gekommen. Kommt jetzt gleich dieses Ding da wieder runter? Ja, okay. Okay, okay. Ich weiß ja nicht, wo jetzt gleich diese ganzen Eiszapfen runterregnen. Ich gehe einfach mal hier hoch und das bringt absolut gar nichts. Alles klar, also hier war noch keine Starcoin. Okay, dann lassen wir das da drüben einfach mal in Ruhe, weil wenn da keine Starcoin ist, dann juckt mich das auch nicht. Okay, ja, nee, dann gehen wir einfach weiter, ist kein Thema, alles klar. Ja, hier sind halt jetzt noch immer sau viele von diesen blöden Eiszapfen, die mich halb erschlagen und mir den Kopf durchbohren. Ich weiß halt nur nicht, wo genau hier irgendwas sein soll, weil ich bin mir zu eigentlich schon 1000% sicher,
dass ich irgendwie eine Starcoin übersehen habe. Vor allem, weil hier oben die Halbzeitflagge ist. Also da bin ich mir wirklich zu 1 Million% sicher. Alles klar. Springen wir trotzdem einmal mal weiter nach oben. Okay, ja. Siehst du, ich hatte zu 1 Million% recht. Und das war blöd. Oh mein Gott. Alter. Leute, was ist denn das? Was ist denn das? Die wachsen aber zum Glück nicht nach, ne? Gewisse Stacheln wachsen hier überhaupt nicht nach. Die wurden nur einmal platziert. Das ist praktisch. Juhu! Okay, mit dem Triple Jump hat's hingehauen. Alles klärchen. Oh mein Gott. Komm runter, Pilz. Ehre. Alter, so viele Knochenrocken hier am Start, ne? Holy shit. Ich frage mich ja, wo die letzte Starcoin sein soll. Hä? Egal, wir machen trotzdem mal den Boss. Ich bin maximal überfragt. Also, ach du Scheiße. Ice Bros, wirklich? Das muss doch nicht sein, oder? Aber die haben sich einfach gegenseitig umgebracht. Ich meine, ist auch okay, ne? Und der Chomp da hat sich auch gerade selbst umgebracht. Ja, ist okay, ne? Damit kann ich leben. Alles klar. Alles klar? So, bum bum, alles klärchen, Brudi. Und das war der Last Hit. Ja, bum bum war nicht das Problem. Die beiden Starcoins sind schon eher das Problem. Okay, ein Level erwartet uns in diesem Part hier noch. Der Turm war in dieser Welt irgendwie ein bisschen früher als sonst. Kümmern wir uns erstmal darum. Gletscher der Stachelgumbas und Feuer-Piranha-Pflanzen. Das ist ein schöner, langer Name, der gefällt mir. Ach nee, nicht die... Oh, die Kastanien-Gumbas meint er. Oh. Ja, gut, ne? Wenn er die meint, dann ist das natürlich schon kritisch-middisch. Dann lassen wir die Viecher doch einfach mal Viecher sein und versuchen irgendwie das Ganze hier zu überleben, ohne dass uns die Piranha-Pflanzen hier einen Strich durch die Rechnung machen. Eine Feuerblume kriegen wir hier ja sowieso nicht. Das wäre auch zu schön. Damit könnten wir halt die Kastanien-Gumbas ganz easy peasy umgehen. Ja, egal. Gehen wir einfach mal da hoch und opfern unseren Pilz. Hui! Okay, das hat geklappt. Alles klar, das heißt, wir müssen groß sein, um dahin zu kommen. Sonst wird das nichts. Alles klar, wissen wir das immerhin auch schon mal. Ah, hier hinten ist aber im Notfall sogar ein Pilz. Alles klar. Ja, gut zu wissen, ne? Ey, Firebro, hast du zufälligerweise so eine kleine Feuerblume für mich? Das wäre richtig geil, Alter. Ui, okay, ein Triple Jump da hoch eventuell. Ui, 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 ui. Okay, warte. Oder geht's so? Oh mein Gott, das könnte auch gehen, ne? Warte, 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 warte. Ah. Ui, das hat geklappt, Freunde. Alles klar, gehen wir in die Röhre rein und holen uns hoffentlich schon die zweite Starcoin. Das tun wir. Nur ohne Yoshi ist das Problem. Und das heißt, wir verrecken easy. Ach lol, wenn man hier mit einem Pilz hochkommt, dann bekommt man sogar eine Feuerblume. Lol. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ist mir echt egal. Ich werde die Gumbas hier einfach umbringen jetzt und dann kann ich mir die Feuerblume ja sogar behalten. Ja moin. So, wunderbar, Freunde. Da können wir uns einfach die Feuerblume behalten. Das finde ich echt ziemlich nice, muss ich sagen. Das dürfte uns einiges erleichtern. Na, halt's Maul. Halt einfach dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ganz ehrlich, halt einfach dein Maul. Hui, okay. Kritisch, mittisch. Okay. Blödes Ding. Okay, Firebro ist weg. Let's go, weiter geht's. Die Firebros hier, die können wir ganz easy peasy besiegen normalerweise. Genau, alles klar. Hier unten ist nichts. Oh mein Gott, was machst du denn wieder hier? Okay, 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 okay. Schön die Fire Bros in Ruhe lassen und schön hier einfach weiterlaufen. Wir haben ja alle Starcoins, habe ich vorher gerade komplett vergessen. Lul, wir haben es geschafft. Ich habe die ganze Zeit noch Ausschau gehalten nach Starcoins, aber wir haben ja schon alle. Okay, wunderbar. Dann haben wir uns hier mal kurz die Eichel gesnackt. Welches Level ist denn das hier oben eigentlich? 4-4, jawohl, Flughörchen und Kugel-Release. Die Kugel-Release, man kennt sie, Freunde, man kennt sie. Alles klar, dann besuchen wir doch einfach mal die Kugel-Release hier in ihrem Level. Hoppala, Entschuldigung. Yo, alles klar, die erste Starcoin ist soweit kein Thema. Also, das eine Ping-Cool-Level, das hat mich ganz schön viele Nerven gekostet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war äußerst kritisch und ich wusste es einfach. Ich wusste es! Okay, wir haben uns gesaved und haben die Starcoin gekriegt. Ich hätte auch definitiv nichts dagegen, wenn wir irgendwie,
ja, die Halbzeitflagge da haben könnten. Jawohl, super, dankeschön. Das ist richtig nett von euch. Danke, danke, danke. Alles Klärchen. What the hell? So, die Armada an Kugelwillis kommt mit. Wir sind nämlich mit der Halbzeitflagge hier unten gespawnt. Das heißt, wir brauchen nochmal die Kugelwillis, damit wir überhaupt da hochkommen. Also, let's go. Und hier drüben würde ich sagen, einmal hier drauf und dann let's go. Jawohl. Oh, hi Bro, was machst du denn hier? Das kam unerwartet. Alles klar, ich weiß nicht, ob das the way to go war eigentlich, aber wir haben alle Starcoins. Wir begeben uns jetzt langsam mal Richtung Ziel, ne? Würde ich sagen. Ein Standbild. Okay, chillig. Einfach mal ein chilliges Standbild. Das feiere ich ja richtig hardcore. Alles klar. Ab ins Ziel, Freunde. Wir haben noch ein Level geschafft. Ui, yes, Alter. Mopsy kommt auch schon wieder. Ja, holy moly, Alter. Um den kümmern wir uns aber im nächsten Part. Uns besteht noch immer diese Challenge hier bevor. Das war nicht deutsch. Lol. Oh mein Gott. Okay, das war gerade, well. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ich wusste es, dass hier noch irgendwo was versteckt ist. Ja, wir haben alle. Holy shit. Ohne die Hilfe vom Entwickler. Easy peasy. Boom Boom ist down und damit haben wir alle Starcoins für den heutigen Part gesammelt. Wunderbar, das Ganze ist abgespeichert und damit würde ich sagen, das wollte ich nicht. Ach du Scheiße, was ist da denn los? Okay, das lassen wir mal bleiben. So, die Eichel ist zwischengesaved. Alles klar, Freunde, ich bedanke mich bei meinen MVP-Kanalmitgliedern Missy, Homie, Pilenius und Mike Prestendo. Danke an euch. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr da oben abonnieren. Und da unten kommt ihr zur letzten Folge Kaiser Super Mario Bros. U, falls ihr die verpasst habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und habt einen schönen Tag. Ciao!